Ich war wirklich so, okay Sven, jetzt ist der Punkt gekommen, wo es dich genommen hat. Genommen. Mehr als ein Drittel der über 15-Jährigen hat in der Schweiz schon Cannabis konsumiert. Machen wir doch mal die Rechnung. 1, 2, 3. Hallo zusammen, ich bin Sven und vielleicht sieht man es mir an, aber ja, ich kiffe gerne ab und zu mal eins. Letztens bin ich mit einer Freundin mit ein paar Gläschen Wein auf dem Balkon gehockt und mir haben uns gedacht, es wäre doch cool, wieder mal einen durchzuziehen, oder? Gesagt, getan, 2 Stunden später hatte ich dann etwas auftrieben, hatte einen Joint angeraucht und fuck, ohne Scheiß, Herzrasen, Wahnvorstellungen, Schweißausbrüche, also wirklich das volle Programm. Und es ist nicht so lange gegangen, aber 15 Minuten bin ich weg gsi, also teilweise kurz vor der Ohnmacht. Das hat mich sehr festgenommen. Und ich hatte noch nie in meinem Leben so Angst gehabt wie dort. Du kannst dann ziemlich schnell so ein paar Testchen machen, indem du es verbrennst, indem du es daran schmückst, indem du es unter der Lupe anschaust. Und dann kannst du ziemlich schnell die gängigen Streckmittel identifizieren. Habe ich jetzt bei dem nicht können. Aber das hat mich dann vor die Frage gebracht, was ist denn da drin? Was da drin ist, hat auch mich Wunder genommen. Darum haben wir am Sven sein Gras ins Labor geschickt. Und wir haben jetzt das Ergebnis bekommen. Trommelwirbel. Bei dieser als THC-haltiges Cannabis verkauften Probe handelt es sich um eine Falschdeklaration. Dieses höchstwahrscheinlich legal produzierte CBD-Cannabis wurde im Nachhinein mit synthetischen Cannabinoiden versetzt, um es trügerisch als THC-haltiges Cannabis verkaufen zu können. Voilà, das ist schwarz auf weiß. So, man kann es von bloßem Auge sowieso nicht. Man kann es auch mit Mikroskop nur schwer erkennen. Es ist einfach auch beim Dealer des Vertrauens, wo man jetzt seit 5 Jahren guten Stoff gekauft hat, nicht garantiert, dass es das nicht drin hat. Also es gilt auch bei deinem besten Freund, wenn du bei dem Gras kaufst, du aufpassen, wenn du das erstmal konsumierst. Weil es so ein neues Phänomen ist, empfehlen wir, dass man, wenn man eine neue Lieferung hat, dass man die Lieferung zuerst einmal sauber durchmischt, damit man so ein bisschen verhindert, dass man Hotspots hat von diesen synthetischen Cannabinoiden, wenn sie es drin hätte. Dann einen Joint bauen und einmal in einem ersten Schritt 1-2 Züge nehmen, den Joint weglegen, 20 Minuten warten und schauen, was passiert. Wenn man einen heftigen Flash hat, Koordinationsschwierigkeiten, so Geschichten, dann geht man in Richtung von einer Überdosierung. Und dann kann es durchaus sein, dass man ins Spital muss. Es gibt auch Berichte von Todesfällen im Zusammenhang mit diesen synthetischen Cannabinoiden. Wenn man könnte garantieren, dass die Substanzen aus einer sauberen Quelle kommen, und wenn man könnte diese Substanzen testen, wie man das zum Beispiel mit Medikamenten oder mit Alkohol auch macht, dann hätte man das Problem nicht.